Live-Shopping-Show. Zu viele unnötige Dinge. Wir wissen, was wir damit machen können. So grob. Ich habe es gerade ein bisschen vergessen, bin wieder ein bisschen überdreht. Herzlich willkommen, wie gesagt. Ich bin Michael, Interior Designer bei IKEA. Und ich bin der Chris, arbeite im Selling-Bereich. Genau. Und haben ganz viele tolle, schöne Sachen euch mitgebracht zum Thema, ja, wie organisieren wir uns zu Hause? Und das Hauptthema ist heute, wie flexibel seid ihr zu Hause und das ist das Beste, was man dafür nutzen kann. Trolleys. Also wirklich schöne Produkte. 4 Stück an der Zahl, richtig? Ja, 4 verschiedene Servierwagen haben wir euch mitgebracht und mit denen haben wir heute etwas vor. Aber so richtig viel. Ganz kurz zur Erklärung und auch überhaupt herzlich willkommen alle Instagram-Viewer, alle Facebook-Viewer und YouTube-Viewer auch. Und natürlich die Zuschauer auf der IKEA.de, die direkt den Livestream da anschauen. Unser Format, wir zeigen euch Produkte, die könnt ihr direkt in den Einkaufskorb packen. Und wenn ihr fertig seid, alles direkt durch den Checkout. Und ja, dann kommt es schön zu euch nach Hause, ganz einfach, wie man das ja mittlerweile sehr gewohnt ist. Und wenn ihr Fragen und Kommentare habt, Ich behalte das Handy in der Hand und schaue ab und zu drauf und dann schauen wir, dass wir eure Fragen auch immer gleich mit einfließen lassen können und beantworten. und das Allerwichtigste ist, gerne Herzchen geben, viele Herzchen, weil das hilft uns, dem Tool, und wir wissen, was euch gefällt und ja, können da ein bisschen drauf aufbauen. Also immer wieder, ich erinnere euch auch nochmal dran, immer wieder gerne Herzchen geben, aber speziell auch wirklich Kommentare, beziehungsweise wenn ihr Fragen habt. Womit starten wir denn? Mit welchem der 4 Trolleys heute? Wir starten mit dem Raskog-Trolley oder Servierwagen in Gelb. Und das erste Thema wird das Thema alles rund um Küchenorganisation sein. Das heißt, wir rollen unseren Raskog-Servierwagen mal hier zu Was machen wir hier? unserem Esstisch. Was können wir denn da so Schönes zu sagen? Du hast doch bestimmt ein paar Notizen gemacht. Ich zeige dir hier mal gerade so ein bisschen. Und übrigens, hinter der Kamera ist unsere ganz liebe und geschätzte Kollegin Sharon, die euch die Produkte schön zeigt und ja, nahe bringt. Also wie ihr gerade schon gesehen habt, lässt sich der Trolley hinrollen, wo er gerade gebraucht wird. Küchenutensilien, Schreibtischzubehör, Ablage für Handschuhe, Schlüssel, könnt ihr alles damit verstauen. Und hier, Michael zeigt es gerade schon, er hat Rollen, die sind drehbar. Also man kann den Servierwagen in alle Richtungen rollen. Ist aus pulverschichtetem Metall, also sehr stabil. Und ihr seht auch hier nochmal dieses Gitter. Genau, das heißt, das fällt alles durch. Das heißt, man kann es gut abwischen. Und der große Vorteil ist wirklich, wenn jetzt, wie zum Beispiel, wir nutzen diesen Wagen ja jetzt zum Thema Küche. Also wie ihr Sachen praktisch in der Küche erstmal unterbringen könnt, wenn ihr zu wenig Platz habt. Also anstatt große Schränke zu haben oder Wandschränke, ist das eine sehr, sehr gute, flexible Alternative, um Dinge, viel Dinge, das zeigen wir euch gleich, wir werden den gleich ein bisschen füllen, unterzubringen. Aber auch wenn ihr zum Beispiel Dinge zum Essplatz hin transportieren müsst. Darum heißt er ja auch Servierwagen, weil er wirklich so funktional praktisch ist. Und ja, viele Dinge reingehen und er einfach überall einsetzbar. Und nicht nur in der Küche. Und das ist der Sinn der heutigen Show. Wir wollen euch zeigen, dass weil meistens verortet man sowas ja in der Küche, maximal noch im Badezimmer. Aber es gibt so viele Möglichkeiten mehr, diese Servierwagen beziehungsweise im Englischen Trolleys unterzubringen, beziehungsweise zu nutzen. Es ist wirklich, wenn ihr werdet sehen am Ende der Show, das wird euch sehr, sehr überraschen, in wie vielen Bereichen man das einsetzen kann und für wie viele Bedürfnisse. Genau. Ein weiteres Detail, was ich euch gerade noch sagen wollte, ist, wir haben den jetzt hier mal so fixiert, die 3 Böden. Ihr könnt aber auch, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich habe nur sehr hohe Sachen, könnt ihr natürlich auch einen von diesen Körben rauslassen, also weglassen. Oder ihr könnt die auch wirklich in der Höhe jetzt noch verstellen, also dass sie enger zusammen sind oder hier unten mehr Platz, oben mehr Platz oder vielleicht auch wirklich nur in der Mitte oder unten. Also da könnt ihr frei wählen. Gibt es den noch in anderen Farben auch, Chris? Ja, wir haben ihn, ihr seht ihn nachher auch noch mal in Weiß und ihn gibt es auch noch mal in Schwarz. Also 3 Farben haben wir aktuell. Die Farben ändern sich ab und zu und aktuell 3 Farben. Schönes Produkt. Wir heben den jetzt mal hier so ein bisschen hoch
und zeigen euch jetzt, ja, was ihr zum Thema Küche, also wenn ihr den jetzt ja, befüllen wollt, und da haben wir viele, viele schöne Sachen euch mitgebracht, die ein Beispiel dafür geben, wie, ja, wie der dann nachher befüllt ist, beziehungsweise was ihr alles da reinpacken könnt. Chris, ich gebe dir mal gerade dein Handy. Danke. Und womit fangen wir denn an? Was Also haben wir denn? wir starten mit dem Küchenthema und dann haben wir hier viele Utensilien und Dinge mitgebracht, die zu dem Thema passen. Und wir starten einmal mit den Korkengläsern. Die Korkenfamilie, also das ist eine komplette Serie, die kennt ihr bestimmt, die haben wir sehr lange im Sortiment. Und die Besonderheit ist, dass wir immer saisonale Farben rausbringen. Und das ist quasi die aktuelle Version. Ich nehme mal gerade hier über. Das ist ein Liter Korkenbehälter mit Decke. Und wenn du den mal aufmachst, der hat hier so einen Verschluss mit einem Gummiring. Und das ist quasi aromadichter Verschluss, damit alles in dem Glas drin bleibt. Und natürlich das Besondere sind diese sehr schönen Muster, die jetzt bei dem hier und jetzt, was wir gleich noch haben, hat noch andere unterschiedliche Muster. Wir haben noch eine Flasche auch mitgebracht. Schönes Produkt. Ist halt, ne, wie so bei Oma früher zum Einmachen oder wirklich für ganz viele. Da könnt ihr Mehl. Also eingelegtes Gemüse, Ja. Beeren oder trockene Sachen wie Nudeln, Müsli, Tee oder leckere Kekse, damit die dann Auch zum Beispiel gut. keine Feuchtigkeit ziehen aus der Ja. Luft. Maschinenwaschbar, ne? Es kann auseinandergenommen werden, kann in die Spülmaschine gepackt werden. Habe ich auch schon oft gemacht. Aber das Besondere ist jetzt wirklich dieses Design und vor allen Dingen, wenn ich mich recht erinnere, die sind jetzt online lieferbar, ne? Ja, wir haben das jetzt geschafft, dass ihr die auch online bestellen könnt, was super gut Schönes ist. Produkt. Haben wir schon Und mal eins. aus der Familie haben wir euch noch andere Varianten mitgebracht. Das ist eine Flasche, das ist die Korkenflasche, auch mit einem saisonalen Muster, was es gerade gibt. 0,5 Liter. Super für, wenn man am Tisch zum Beispiel Wasser am Tisch servieren möchte. Und dann kann man, das ist eine gute Sache. Aber nicht nur Wasser, man kann ja auch wirklich schön Öl reinmachen, ne? Aber auch fürs Badezimmer, auch nochmal wieder Ah beim ja. Badezimmer, Badeöl kann man auch reinmachen. Oder für Kinder, ich gerade mit diesem schönen Muster finde ich das auch eine total schöne Kindertrinkflasche, ne? Aber schon für was ältere Kinder, nicht zu kleine Kinder. Schön luftdicht, auch sehr, sehr schön. Dies aber, ist die, kann man die auch in die Spülmaschine packen? Ja, ne? Ja, aber durch den kleinen Verschluss. Ich würde die mit Ist das unserer Flaschenbürste einmal ja besser, auswaschen. Wir ne? haben extra so eine Flaschenbürste auch im Sortiment. Das ist da ein bisschen einfacher. Und ihr seht, ich fange ja jetzt schön hier an einzuräumen. Sharon, wenn du gerade mal guckst. Ich würde jetzt euch empfehlen, wirklich die größeren, schweren Sachen nach unten zu packen und kleine Sachen dann hier so in dieses mittlere Feld. Was wir hier oben, da haben wir jetzt schon so ein paar Kleinigkeiten untergebracht. Da kommen wir aber gleich noch ein bisschen zu. Nur schon mal so vorab als kleiner Dekotipp. Dann noch ein weiteres Korkenglas, das ist ein Set, das sind drei Stück in einer Packung, auch wieder hier mit einem saisonalen Muster. Das, was wir euch heute zeigen, gibt es natürlich auch im Standard, im Normalsortiment ohne die Muster. Das sind drei Gläschen, 13 Zentiliter Inhalt. Ja, da kann man auch, auch gut zum Geschenke zum Beispiel zu Super schön. verschenken, ja, so Aber auch wieder für mitbringen Salz soll. so am Tisch, ne? Kann man doch auch ganz nett machen. Das hat man ja oft, wenn man so Gäste hat, dass die sich so dann mit so einem kleinen Löffelchen das Salz raus krabbeln oder für Süßigkeiten. Ja, und kann da zum Beispiel ein Geschenkband dann noch rummachen, wenn man Oh was ja, mitbringt. schöne Also da Idee. kann man wirklich sehr kreativ Sehr, sehr sein. schön. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Tesafilm drauf. Sorry für dafür. Noch nicht Ich richtig ausgepackt. Das ist ausgepackt. jetzt noch mehr. Sehr schön. Drei Stück, die bringen wir auch unter. Was haben wir denn sonst noch? So, was braucht man noch am Tisch? Ihr seht hier Trinkgläser. Wir haben euch die Wardagen Trinkgläser in Braun mitgebracht. Die sind super schön. Wardagen ist Teil einer Serie, also ihr seht die auch auf dem Trolley gleich in Klarglas. Und hier haben wir die Farbe in Braun. Und was hat das toll, oder die Farbe ist einmal richtig schön und man hat hier diese Rillen. Also ich finde, es hat auch so ein bisschen Urlaubsfeeling auch und ist wirklich gut in der Hand. Also ich mag das Design sehr. Und es ist dieses Braun, finde ich auch sehr edel. Ne? Es ist halt so ein ganz, ganz außergewöhnliches Glasfarbe. Die sieht man ja nur normalerweise wirklich bei diesen sehr, sehr teuren, hochwertigen Gläsern. Wirklich schönes Design, schlicht. Deswegen Zeitlos. zeitlos, absolut zeitlos. Stapelbar, wie ihr seht. Nur nicht, also sollte man nicht so viele aufeinander Nee, zwei stapeln. Max. So, und die packen wir jetzt auch hier rein. Wir haben jetzt hier schon die Klargläser. Die kann ich euch auch gerade mal kurz zeigen. Gibt es Einmal in einmal ein Klarglas Klarglas? und aktuell haben wir die in Helltürkis. Wir ändern da auch ab und zu immer mal die Farbe. Sehr schön, aber die Braunen sind ganz, ganz toll. Sehr, sehr gut.
Was gibt's noch Dann geht's Schönes? weiter mit der Vorratshaltung. Wir haben hier euch zwei IKEA 365 Plus Vorratsbehälter aus Kunststoff mitgebracht. Hier haben wir die 1,3 Liter Größe, gibt es auch nochmal in 2,3 Liter. Und das Tolle daran ist, also ihr seht natürlich von der Seite, was ist drin. Also wenn ihr das irgendwie im Schrank oder jetzt gleich im Trolley platziert, könnt ihr sehen, was drin ist. Oder wenn ihr natürlich auch in der Schublade, das heißt, wenn ihr von oben reinschaut, seht ihr quasi hier auch, was drin ist. Das heißt, ihr füllt eure Vorräte hier rein und dann kann man ganz einfach hier diese Klappe aufmachen und kann das dann in dem Fall in die Müsli-Schale ganz einfach hineinschütten. Und hier haben wir euch zwei mitgebracht. Ich übergebe die mal. Dankeschön. Ich habe gerade mal hier im Chat nachgeguckt. Es gab da wohl ein paar Tonprobleme, aber die sind wohl lokal. Und für deinen Tipp mit den Filtern, das werden wir mal direkt weiterleiten, dass man filtern kann, welche Sachen online shoppable sind oder nicht. Aber dafür seid ihr ja hier bei diesem Format, weil alles, was wir euch hier zeigen, ist wirklich online einkaufbar. Also die zwei machen wir ja hier nach hier unten, habe ich ja schon gesagt. Das schwere, sperrige Zeug kann er nach hier unten. Auch da wirklich schön, wenn ihr Frühstück zum Beispiel habt, könnt ihr das wunderbar alles da befüllen und rüberrollen zum Esstisch, so wie wir das hier haben. Was gibt es noch Schönes? Dann haben wir noch Geschirr mitgebracht. In dem Fall wir die Color-Serie. Ja, findet ihr in der Kindabteilung. Das ist immer ein Set, besteht aus sechs, also in dem Fall das Schüsselset, aus sechs Schüsseln. Und jede Schüssel hat eine andere Farbe. Da haben wir dann natürlich auch noch, das sind Teller. Mhm. Und die Teller sind auch wirklich sehr hoch. Das heißt, die sind, wenn man gerade als Kind anfängt, vom Teller zu essen, ist das wirklich gut, weil nicht das Essen vom Teller rutschen kann. Man hat eine hohe Kante und so ist es wirklich gut, gerade wenn man startet, vom Teller zu essen. Und auch schön, also sehr leicht vom Material und auch das Kind kann sich nicht unbedingt verletzen. Mhm. Ne? Also nicht unbedingt, es kann sich gar nicht verletzen damit. Da ist es kratzfest, wenn es runterfällt, passiert nichts. Und man kann natürlich auch nicht nur für Kinder, auch fürs Picknick oder wenn man Tellerschüssel mitnehmen möchte. Die Becher sind ganz praktisch. Kann man gut mitnehmen. Und wir haben natürlich auch Kinderbesteck. Und was ich sehr, sehr schön finde, man kann es halt so farblich alles mischen. Aber um auch hier ganz modern und up-to-date zu sein, auch Ton in Ton alles machen. Also das ist ja der Trend schlechthin gerade, alles so Ton in Ton zu gestalten. Machen wir hier das rosa rein. Gelb, grau. Und das ist eine richtig edle, also ich würde fast sagen, das wäre ganz cool, wenn wir das sowas auch für Erwachsene hätten. Chris, du bist doch da irgendwie in der Verantwortung. Da kann man doch mal was bestellen. Vielleicht so Ton in Ton. Nein, haben wir ja auch im Sortiment. Aber die Farben sind so fröhlich und so schön. Und auch gibt es ja, das ist ja ein Farbupdate. Wir haben die jetzt schon ein bisschen länger. Das waren vorher sehr kräftige Farben. Aber ich finde es eigentlich auch, es war jetzt mal Zeit, so Pastelltöne zu zeigen. Sehr schönes Sortiment für Kids. Und nicht nur für die kleinen Kids, sondern auch für die großen. Weil es hindert euch keinen daran, den Salat hier auch aus diesen Schüsseln zu essen. Mhm. Und es ist das allerbeste, leicht, spülmaschinenfest und stapelbar. Die ganzen Sachen würde ich jetzt mal hier oben reinstellen. Da haben die einen guten Platz. Und hier zu den Gläsern die Becher und noch die Teller hier da vorne dazu. Jetzt haben wir, da steige ich jetzt mal gerade ein, wir haben ein Set Haken auch mit dabei im Angebot. Was haben wir dazu zu sagen? Das sind der Name ist Nerebi, das sind S-Haken ganz klassisch. Es sind fünf Stück in einer Packung, drei kleine und zwei große. Ja, davon zwei. Und die haben wir reingemacht, einfach um euch zu zeigen, und da sind wir jetzt hier beim nächsten Produkt auch schon, die Rinnig-Geschirrtücher im Vierer-Set. Die man nicht nur als Geschirrtücher, sondern auch wirklich sehr schön, habe ich auch wieder mal zu Hause, ich habe ja sehr viele mal zu Hause, als Servietten nutzen, aber wir haben es jetzt mal hier. Weil mit den Haken könnt ihr ganz easy, super schnell Dinge einfach, ihr hängt es hier an die Seite dran und könnt da die, entweder die Serviette, das Küchentuch, gerade wenn ihr ein Kind mit am Tisch sitzen habt, braucht ihr hier immer was zum Mund abwischen oder sonstiges. Und dieses Vierer-Set, schön klassisch, sehr skandinavisch. Mhm.
tolles Material. Jedes hat so ein bisschen anderes Muster, Streifen, verschiedene Breiten und Quadrate. Mhm. Das ist 100% Baumwolle und der Skarn ist durchgefärbt. Das heißt, wenn man das ganz oft wäscht, bleibt die Farbe so ganz lang. Und das ist sehr wichtig. Ja. Und es hat so eine schöne Leinenhaptik so ein bisschen. Es fühlt sich so leinenmäßig an, also so grob. Ja, aber es ist 100% Baumwolle. 100% Baumwolle mit einem schönen Grumm-Feeling. Also die gefallen mir, das sind meine Favoriten. Ich finde, die sind so, auch das ist jetzt wieder sehr zeitlos. Ne? Dieses ganze Sortiment ist extrem klassisch schwedisch-skandinavisch, ne? Wieder typisch für IKEA. Und ihr seht, der Trolley ist schon fast voll, aber es gibt noch ein paar andere Sachen. Man kann, also wir haben euch noch die Gewürzmühle interessant mitgebracht, heißt die. Die ist auch sehr interessant. Ja, die ist aus Akazienholz. Und man kann ganz einfach oben, kann man trockene Kräuter, Gewürze, Pfeffer, Salz hineinfüllen. Ganz einfach. Und dann das Besondere ist, auf der unteren Seite könnt ihr noch die Stärke, also ob ihr eher grob oder feines Salz haben wollt, könnt ihr hier durchdrehen, den Mahlgrad einstellen. Und da drin befindet sich ein Keramikmahlwerk, was natürlich auch eine sehr gute Qualität hat. Wow, klasse. Wie viel? Da geht schon einiges rein, ne? An Salz. Wenn man da so mal reinguckt, da passt schon echt ordentlich was rein. Und es ist halt auch wirklich dieses Holz, eine ganz tolle Qualität. Richtig, diese abgerundeten Kanten, schönes modernes Design. Toll. Mhm. Sehr, sehr gut. Kommt was auch hier rein. Man auch immer sehr gut mit an den Esstisch bringen kann, ist Erdfüll. Essig- und Ölbehälter, gerade wenn man, so bietet man die Möglichkeit, dass die Gäste selbst den Salat zum Beispiel anmachen können. Und kann man zum Beispiel in eins Öl, in das andere Essig einfüllen. Jedes Glas passt 22 Zentiliter rein. Und es besteht aus drei Teilen, zwei Gefäße und dieses kleine Tragekörbchen, nenne ich es mal. Wie reinige ich das? Das ist Edelstahl. Ich würde das per Hand würde ich das spülen und die Gläser würde ich in eine Spülmaschine packen. Da steht es auch, ne? Das ist Lebensmittel geeignet. Ah, Lebensmittel geeignet. Ja. Sehr, sehr schön. Schönes Produkt. Und ja, als Abschluss, das passt ganz gut zu einer Frage im Chat. Jemand hat gefragt, ja, gibt es da so einen Deckel? Wir haben euch, jetzt muss ich kurz auf den Namen gucken, das Höchstmaß Schneidebrett aus Bambus mitgebracht. Das ist ein Schneidebrett, Topfuntersetzer oder Ablage für den Servierwagen, weil das Tolle ist, hier seht ihr diese Kante und das Schneidebrett bzw. Ablage passt perfekt, also entweder hier auf den Tisch als Unterlage, als Tablett oder wirklich als, es ist genial. Ist wieder typisch IKEA, schönes Produkt. Easy, man kann das ja auch wirklich als Erweiterung, ich stelle das mal jetzt hier runter, als Erweiterung von der Küchenzeile ja auch fast nutzen. Ne? Wenn ich jetzt mal gerade den hier so rüberrolle und ihr seht, das was ich eben meinte, also ihr habt alles Küchenzeile, Platz immer sehr, sehr wertvoll, oben und unten drunter, aber ihr könnt zum Beispiel keine Wandschränke aufhängen, ist das der optimale. Ja, das optimale Hilfsmittel in der Küche für Sachen unterzubringen. Und wenn ihr jetzt dann, ne, dann spült ihr, dann könnt ihr auch natürlich hier drauf abstellen. Ihr könnt drauf schnibbeln, wie Chris eben schon gesagt hat. Und es ist auch einfach geschützt. Ihr könnt ja auch wirklich an alle drei Ebenen was reinmachen, wenn ihr wollt. Also auch da wieder ganz euren Bedürfnissen entsprechen. Aber das Beste, wirklich, könnt ihr dann auch hier oben ins Waschbecken zum Beispiel, passt es auch sehr gut. Da könnt ihr zum Beispiel dann Gemüse schneiden und könnt dann direkt die Abfälle zum Beispiel nach hier unten schieben oder sogar hier vielleicht und hebt es dann in die Schüssel. Wenn das dann nicht mehr braucht, auch da ist dann wirklich der Platz da. Toll, richtig gutes Produkt, passt auch, kann man nachher nochmal bei dem anderen auch nochmal vielleicht probieren. Dann haben wir euch jetzt schon mal, ne? Sharon hat auch gezeigt, ihr seht jetzt hier die optimale Aufteilung für so, wo alles dann untergebracht, den schneller braucht.
überhaupt, wenn man sitzt, weil das ist auch noch ein Vorteil, wenn ihr den Trolley an den Tisch rollt, habt ihr hier wirklich so Flasche, Gläser direkt auf der Griffhöhe. Perfekt. Und hier unten die schweren Sachen sind dann auch relativ griffbereit. Und wenn man ein bisschen müde ist, kann man sich auch sehr gut anlehnen. Chris, wir haben einen anderen Trolley noch, den wir euch zeigen können. Jetzt gerade können wir uns nicht ausruhen, weil es geht schon weiter mit dem nächsten Servierwagen. Das ist hier der Nisa 4-7 Style, also ist mehr so rechteckig und nicht so abgerundete Kanten wie bei Rascock. Pulverbeschichtetes Metall. Hier oben habt ihr so ein Gitter und dann zwei Ebenen nochmal mit einer höheren Kante und einer kürzeren Kante. Das Gleiche ist hier wieder, die Rollen sind wieder drehbar. Und das heißt, wir packen den jetzt mal oder nutzen den jetzt mal für eine kleine für eine Arbeitsplatzeinrichtung. Ich schmeiß gerade mal, ob es den Brettchen auch für den kleineren Trolley gibt. Momentan nicht. Hast du irgendwas gehört, ob da was geplant ist, dass der kommt? Nee, ne? Denke ich nicht. Weiß ich gerade nicht. Das haben wir jetzt gerade nicht. Aber wenn, dann lassen wir es euch wissen. Aber wir können da gerade im Moment leider nichts zu sagen. Packt viel gerne in den Einkaufskorb, aber vergesst vor allen Dingen nicht, uns Herzchen zu geben. Das wäre ganz lieb. Wir machen weiter. Ja, Nisa Force. Ja, sehr schönes Design. Hast du schon Details dazu gesagt? Ja. Ja? Das war gerade abgelenkt. Eckige Kanten, verschiedene Ebenen, verschiedene höhere Kanten und Rollen. Komplett. Die Rollen, ein krass anderes Design, sehr geradlinig, ein modernes Design. Den haben wir auch noch in einer anderen Farbe. In so einem hellgrün haben wir in einer anderen Folge auch schon vorgestellt. Also bei IKEA, wir nennen es Blassgrün, Blassgrün und Weiß gibt es auch noch. Und Weiß gibt es auch noch. Hier oben seht ihr auch, haben wir auch wieder dieses Gitter für wenn, wenn ihr da Brot mit Krümeln oder keine Ahnung irgendwas habt, dass es durchfällt. Aber jetzt hier für den Gebrauch ist es perfekt, wenn ihr, weil wir wollen den jetzt euch zeigen für Arbeitsutensilien. Also Arbeiten von zu Hause ist spätestens seit Corona vor 2 Jahren ein großes Thema in Deutschland. Ich glaube, wir alle drei waren auch schon davon, logisch waren wir davon betroffen, weil wir waren ja alle zu Hause, aber wir haben es viel praktiziert, jedenfalls ich. Und wenn ihr hier zum Beispiel euer Laptop draufstellt, und da kommen wir gleich noch ein bisschen mehr zu, kann das zum Beispiel dann auch gut atmen, in Anführungszeichen. Also es ist auch schon mal ein großer Vorteil, warum hier dieses Gitter drin ist. Da gibt es bestimmt noch dutzende andere Vorteile, die mir jetzt nicht einfallen. Man sieht zum Beispiel auf die nächste Ebene von oben, wenn nicht alles voll ist. So einfach kann es sein. Ja. Schönes Produkt, sehr leicht. Ich finde, es ist auch eine schöne, leichte Geschichte. Aber auch robust, weil es aus pulverbeschichtetem Metall ist. Ja. Dann starten wir mal mit einem Kabel, mit dem Slitbrunn-Kabel. Uha, ausgerechnet damit. Okay. Ja. Das ist ein USB-A auf USB-C-Kabel. Und wir haben das, also man kennt das ja, man muss es immer wieder zusammenwickeln, stopft es in die Tasche, entweder mal schöner oder nicht so schön. Also das heißt, es was wird ganz oft Kabel gebogen, ist, ne? Genau. Ja. Und von der Qualität her, so ist es getestet, 25.000 Mal kann man das biegen. Also das ist hält schon lange durch, würde ich jetzt mal so sagen. Was mir gut gefällt, dass es auch nicht so lang ist, weil ich brauche jetzt zum Beispiel fürs Auto eins. Da habe ich keine Lust, so einen riesen Kabelsalat zu haben. Und da ist das gut. Aber ein Meter ist schon... Ist nicht zu lang, aber ich finde es ist okay. Passt für das Bedürfnis, passt. Wir haben aber verschiedene Kabel da auch, ne? Mit verschiedenen, wie nennt man es, aus... Verschiedene USB-Anschlüsse, verschiedene Farben. Also da gibt es ein sehr großes Sortiment. Schaut da auch gerne mal wirklich online auf der Webseite nach. Die sind, ich finde es mit den... Robust und flexibel, ziemlich gut. Auch noch abwaschbar, je nachdem. Und wenn man dann zu Hause viele Kabel hat, die muss man auch verstauen. Da geht zum Beispiel die Kugisbox. Hier haben wir euch die Kugisbox in transparent schwarz mitgebracht. Guck mal, Sharon, gerade mal gegen das Licht halten ein bisschen. Sehr schön. Der Deckel ist jetzt nicht wirklich transparent, aber die Box kann man dann auch schön unten draufstellen und was Chris gerade meinte, ne? Wenn ihr dann Kabel drin habt und ihr habt mehrere davon, seht ihr direkt, okay, da ist die Box, wo die Kabel drin sind.
Schönes Produkt, schlicht, haben wir auch in Weiß. Ne? Weiß ist dann nicht durchsichtig und ist ein Teil einer Serie. Das heißt, es gibt verschiedene Größen, sie sind stapelbar und immer der Behälter kommt mit dem Deckel zusammen. Mhm. Perfekt. Diesmal, das Kabel lasse ich jetzt mal draußen, aber den bringen wir jetzt mal hier unter. Und vielleicht auch ganz interessant, der Kunststoff ist aus mindestens 50% recyceltem Material. Sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Dann können wir gerne den Koppler-Mehrfachstecker zeigen. Haben wir euch auch schon sehr oft gezeigt. Wir werden es nicht leid, ihn euch zu zeigen. Er hat 4 Steckdosenanschlüsse und 2 USB-A-Anschlüsse. Mhm. Und das Gute ist, mit einem Klick, wie du es gerade schon gemacht hast, sind alle Geräte an oder aus. Das heißt, man spart Zeit, wenn man alle ausstecken. Also man drückt nur die Taste und man spart auch Strom, weil die Geräte nicht im Standby-Modus sind. Ziemlich gut. Und da ja sämtliche Elektrogeräte mittlerweile echt gute Akkus haben, ist das auch kein Problem. Wichtig ist auch hier dieses, wie lang ist das Kabel? Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ich glaube, das hat so fast 3 Meter. Wenn ich das richtig kann sein. Das ist ein 3 Meter Textilkabel, sieht sehr schön aus. Ah, habe ich mir doch aufgeschrieben, 3 Meter. Sehen Sie. Tolles Produkt. Auch hier haben wir jetzt wieder den Haken, den wir euch eben schon vorgestellt haben, dabei. Und das habe ich jetzt extra mal jetzt hier so arrangiert. Und jetzt müssen wir mal gerade gucken, wie ich das vorhatte. Genau, dann nochmal den hier so seitlich. Und dann könnt ihr das Kabel nämlich auch ganz praktisch schön hier an die Seite hängen. Oder am besten noch hier unten dran. Aber jetzt hat es sich verdreht. Jetzt muss ich mal umdrehen. So. Dass ihr das da auch immer ordentlich aufgerollt und das nicht hier oben irgendwie so drin habt, könnt ihr das dann da praktisch aufhängen. Und ich würde es jetzt mal quasi einstecken, weil wir gleich zu unserer Arbeitsleuchte kommen. Und die im besten Fall dann auch leuchtet. Das USB-Kabel habe ich auch schon mal hier untergebracht. Und dann kommen wir jetzt zu der Leuchte. Weil, wenn ihr am Tisch arbeitet, habt ihr, das ist ja am Ende, gerade nur mal so zum Resümee, das ist ja eine alltägliche Situation, wenn ihr von zu Hause arbeitet. Ihr braucht irgendwie, wenn ihr keinen Schreibtisch habt, wenn ihr in einer kleinen Wohnung lebt, müsst ihr die Sachen irgendwo untergebracht haben. Und wenn ihr den dann für was anderes benutzt, habt ihr sie hier im Schrank liegen. Jetzt ist der Schrank nicht, vielleicht nicht so nah, wie wir jetzt hier die Situation haben, sondern der steht im anderen Zimmer. Und ihr könnt da aber nicht arbeiten, müsst ins andere Zimmer, müsst ihr alles ja einzeln dann normalerweise rübertragen. Wenn ihr so einen Trolley habt, könnt ihr es entweder draufstellen oder ihr lasst es alles direkt wirklich auf dem Trolley, dass ihr da immer flexibel seid. Und das heißt nicht, dass ihr dann immer nur ins Esszimmer damit fahren müsst oder in die Küche, sondern das kann ja auch sein, wenn ihr in eurem Büro seid und das aber nicht immer den Tisch immer so voll haben wollt, sondern für euer Hobby nutzen wollt, dann ist so ein Trolley perfekt. Chris, Entschuldigung. Alles klar. Das ist, wir haben euch die Hertha Arbeitsleuchte mitgebracht in Schwarz, die gibt es auch in Weiß. Was da das Besondere ist an dem Stecker, ihr habt hier einmal, könnt ihr das in die Steckdose stecken, wie hier es gezeigt haben, oder ihr könnt den USB-Anschluss direkt in euren Laptop reinstecken und so spart ihr dann einen Steckdosenanschluss. Ah. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Oder hier. Genau, obwohl, das oder passt hier. Ja nicht, wenn du es rüberstellst, ja. Und ja, ihr habt hier nochmal einen An-Aus-Knopf und was auch, ja, es ist justierbar. Also ihr könnt es auch ein bisschen so dekorativ an die Wand leuchten. Also sie hat einmal dieses Gelenk und dann auch nochmal dieses hier. Das also, finde ich das super. Ist, ja. So blende ich euch wahrscheinlich jetzt. Wirklich ganz schön hell. Also ist ein angenehmes, warmweißes Licht, so perfekt zum Arbeiten. Und ihr seht, ne, die ist jetzt natürlich, wir haben ja noch jede Menge andere Lampen, wie ihr dann online später sehen könnt. Aber die haben wir jetzt ausgesucht, weil sie wirklich sehr schön, auch wieder dieses Ton in Ton, schwarz. Wir haben jetzt schwarze Steckdose, wir haben die schwarze Lampe, wir haben die schwarze Box und als kleines Farbhighlight das gelbe Kabel. Sehr, sehr schön. Sparen wir mal Strom, machen wir das mal runter. Was haben wir denn da noch? Oh, das sieht ja auch ganz spannend aus. Wir haben euch noch ein Sofa oder einen Sessel mitgebracht. Das ist der Kruppert Mobiltelefonhalter. Ich finde ihn eigentlich sehr stylisch. Ich leuchte ihn mal an. Das heißt, ihr könnt dort euer Handy platzieren
Und er hat auch verschiedene ja, Winkel. Also je nachdem, ob ich jetzt was Niedriges, also ob ich den Halter auf einer niedrigen Fläche oder auf einer höheren Fläche platziere, könnt ihr den hier in drei verschiedenen Winkeln hinstellen. Und was natürlich auch gut ist, ihr könnt auch so im Landscape-Mode könnt ihr natürlich dann auch einen Film gucken und das quasi, ja, ohne das Ziemlich gut. Handy in der Ja. Hand halten zu müssen. Ziemlich, ziemlich gut. Ja, finde ich. Sieht richtig schick aus. So ein Ja, bisschen so ein und so, wie so ein Eye-Catcher. Objekt, ne? Objekt, ein Objekt. Ein Object. Ich bin ins Englische verfallen. Schönes, auch schön leicht, robust. Ist wirklich ein schönes Stück Oder auch kann man ins Bad zum Design. Beispiel stellen, wenn man irgendwie ein Make-up-Tutorial guckt und hat so alle Hände frei. Also gibt es universell einsetzbar. Was haben wir jetzt? Dann haben wir noch die Zeitschriftensammler namens Nim. Genau, wenn ihr dann Produkte habt oder beziehungsweise Dinge braucht, die nicht immer zu eurem Bücherschrank zu zeigen sind, wie jetzt zum Beispiel hier Magazine, gehen ganz schön viele rein. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Stück. Ich glaube, es würden noch 13 reinpassen. Schönes Produkt, schlichte Farbe. Hier in Graubeige gibt es Ja. auch in Schwarz, also passt Hier A4, unten. das A4-Format passt rein, so wie es Michael gesagt hat, Magazine, Rechnungen, Papier, Rezepte und es ist recycelte massive Pappe. Genau, hier einfach ganz easy zum Zusammenfalten, kommt in einem flachen Paket, könnt ihr mit einem Handgriff schön auffalten. Sehr gut. Tolles Produkt. Und das würde ich jetzt zum Beispiel hier unten reinstellen, weil da sind wir auch wieder die schweren Sachen, wo man nicht so oft ran muss. Schön nach unten. Und hier ist dann wieder, was man dann ein bisschen öfter braucht. Und hier, das würde ich dann schon fast nutzen zur, ja, wir werden jetzt so eine Lampe, wo er dann ein bisschen mehr dann an den Tisch rüber hängen müsst. Dann ist natürlich immer ganz wichtig, dass man auch genügend trinkt beim Arbeiten. Ja, immer sehr wichtig. Und jetzt zur kälteren Jahreszeit haben wir euch die Undaletta-Isolierkanne mitgebracht. Und dies sieht, also schwarz, sieht sehr schick aus. Und das Besondere ist, ihr habt hier oben verschiedene Striche. Das heißt, wenn ihr bis zum ersten Strich das öffnet, könnt ihr ganz einfach schütten und der Deckel bleibt fest dran. Oder ihr dreht das nochmal eins weiter. Und dann könnt ihr das aufmachen. Und ihr seht da drin, ist eine Beschreibung noch drin, Edelstahl und die Getränke bleiben bis zu 6 Stunden kalt oder warm. Also das ist eine super schöne, schlichte, stylische Isolierkanne. Passt super gut zu unserem schwarzen Trolley. Ich habe gerade noch mal hier geguckt, was wir an Kommentaren haben, aber das sind schöne Anregungen, die ihr uns gibt. Nicht vergessen, Herzchen uns immer gerne geben. Passend zur Kanne gibt es dann natürlich auch eine sehr schöne Tasse. Das ist eine ganz neue Serie, das ist der Sansketta, also die Serie heißt Sansketta, das ist der Becher und es ist ganz rustikal, hat eine handwerkliche Optik, ist für alle Gelegenheiten passend. Das ist hier so ein bisschen, ist fast wie so auf der Drehscheibe geformt, hat so leichte Wellen, schöne Glasur, tolle Farbe. Finde ich, passt hier auch sehr, sehr schön mit dazu. Wie ihr seht, wir sind jetzt immer noch so in dieser hauptsächlich schwarz. Wir haben so einen Naturton und die Tasse habe ich da dementsprechend auch ausgesucht. Und auch hier wieder unsere Haken als Tipp. Der muss nicht unbedingt oben drauf stehen, sondern den könnt ihr auch hier wirklich so seitlich ja dann dranhängen. Passt. Finde ich, hat man ganz, alles ganz gut in Griffweite. Und online findet ihr auch noch passende Teller, Schüsseln dazu. Sehr, sehr gutes Produkt. Mir fällt aber gerade was auf. Ich habe einen Fehler gemacht beim Einräumen. Also ihr seht, wir sind flexibel, wir können den da hinstellen, wir können den auch mal da hinstellen, weil jetzt kommen wir zu einem etwas sperrigeren Produkt. Ich roll den mal gerade auf Weil Seite. wir sagen jetzt mal, wir brauchen einen Laptop zum Ja, Arbeiten. ich setze mich mir hier an den Tisch und hole mir meine Arbeitsleuchte dazu. So. Nehmen wir das mal so auf. Ihr seht, wie praktisch das ist. Hab meine Tasse direkt hier. Und hier haben wir Und euch den Artikel Wattenkar mitgebracht. Das ist eine Ablage. Wir platzieren die mal ja, hier. Vielleicht das erst sind einmal hier vorne. Hier sind zwei Ebenen. Das ist gerade montiert. Also man kann die auch separat lassen. Dann hat man zwei verschiedene mit zwei verschiedenen Höhen. Hier haben wir es zusammengebaut. Also einmal eine niedrige und eine höhere. Und je nachdem, wie groß man ist und auf welcher Arbeitsfläche man arbeitet, kann man so hier die optimale Haltung hinbekommen. Weil, wenn Sharon, wenn du jetzt mal von der Seite guckst,
ist es nämlich, wenn ihr müsst allerdings dann natürlich ein Keyboard haben, ein externes, das könntet ihr dann nämlich hier gut ablegen. Das Keyboard, auch die Maus kann dann gut sein. Und wenn ihr dann das Laptop gerade dann wirklich als Hauptbildschirm nutzt, habt ihr das auf einer optimalen Höhe untergebracht. Die Batterie ist jetzt ausgegangen. Ist das wirklich für die Ergonomie perfekt, optimal, und es ist auch wirklich ein sehr schönes Produkt. Ihr seht hier die Lampe, schön, kann dann auch ausgerichtet werden. Ich meine, das ist Birkenfurnier und ihr könnt halt wirklich so eine optimale Höhe für eure Körpergröße und Arbeitsfläche erreichen und so wirklich ergonomisch gut arbeiten. Das ist ein wirklich gutes Produkt. Ihr seht, wir haben fürs Arbeiten, da haben wir alles, ne? Das ist optimal, und jetzt packen wir dann mal alles zusammen. Dann seht ihr nämlich auch noch mal, wie schnell und easy, weil, okay, es hat geklingelt, die Kinder kommen von der Schule und der Esstisch muss gebackt werden. Und deswegen, jetzt zeige ich euch noch mal, warum ich jetzt das eben weggeräumt habe. Gerade ein bisschen drehen. Dann könnt ihr das nämlich hier schön reinsetzen. Habt noch einen Platz fürs Laptop. Das Laptop kommt dann hier drunter. Alles optimal verstaut. So, weil der passt hier wirklich sehr, sehr gut rein. Und rollt das Ganze schön auf Seite im Wohnzimmer, im Arbeitszimmer, und habt alles an einem Platz und perfekt verstaut. Und der Tisch kann gedeckt werden. Super gut. Ich liebe Trolleys. Ja, da können wir auch schon den nächsten bestücken und es zum nächsten Thema. Hier nochmal den Ja. Raskog-Servierwagen. Wir haben den ja euch vorhin genau in grün vorgestellt. Hier auch nochmal gerade, zeige ich euch nochmal, ne? Das passt wirklich auf jeden Rasguck. Auch dazu wirklich schön mit dem Weiß. Und jetzt wollen wir mit euch das Thema ja Aufbewahrung für Kinder oder Hobbys durchgehen Richtig. oder Aufbewahrungsutensilien für Kinder, Richtig. nicht? Ja. Also wir haben jetzt Küche, wir haben Arbeitsplatz und ja, Kinder. Kinder sind immer überall da, wo die Eltern sind. Die wollen auch überall dabei sein. Die haben ihren Spieltisch oder ihren Maltisch auch. Und bleiben wir mal bei dem Thema Malen. Die wollen dann aber zum Beispiel, wenn die Mama kocht in der Küche oder der Papa in der Küche kocht, dabei sein. Aber sie wollen auch malen. Also, was gibt es Besseres als einen Trolley? So könnt ihr nämlich, wenn wir jetzt uns vorstellen, das ist das Regal im Kinderzimmer oder das Regal im Wohnzimmer, wo die ganzen Spielsachen oder Hobbysachen untergebracht sind, packt sie einfach in den Trolley. Stellt den Trolley daneben und so habt ihr immer alles wirklich schön flexibel untergebracht. Und da haben wir auch ein paar sehr, sehr schöne Beispiele, die man zur Erweiterung nutzen kann, Zur quasi, Organisation. und zum Organisieren, genau. Hier starten wir einmal mit den Sunersta-Bechern. Haben wir euch zwei mitgebracht. Ein Kunststoffbecher, der sich ganz einfach an die Seite vom Trolley anhaken lässt oder einhängen Einhängen lässt. lässt, und da auch, ob ihr es jetzt so seitlich macht, kann man hier nämlich schön zwei an der Seite unterbringen. Und aber hier, weil das ist dann auch wieder praktisch, je nachdem, wo man sitzt, und das ist ja nicht nur für Kinder, es ist auch für die großen Kinder wunderbar geeignet. Wenn ihr jetzt dann, deswegen, wir haben das Thema Malen, könnt ihr hier das Farbwasser reinfüllen, und hier sind die Pinsel, und dann kann dann immer schön gemalt werden am Tisch. Sehr, sehr gut. Aber da braucht man ja noch einiges mehr zu malen. Und Und da haben dann. wir eine super Aufbewahrungsbox. Die haben wir auch schon sehr lange im Sortiment. Ja, Die ist ein sind ja Klassiker. Clissbox, transparent. Und das Tolle ist, ich übergebe es dir schon mal, Ja. das hat ganz viele Einteilungen. Also so verrutscht es nicht, sondern ist alles schön getrennt für die Sehr, sehr Aufbewahrung. gut. Und hier ein Tipp, ein persönlicher Tipp, weil die habe ich zu Hause für die Fans, die IKEA-Fans, die schon lange zugucken und auch ein anderes und andere Videos von mir auf YouTube gesehen haben, die wissen ja, ich bin ein großer Lego-Fan. Ich baue mit Leidenschaft Lego-Sets, und diese Glissboxen sind perfekt für diese ganzen kleinen Lego-Teile. Natürlich auch für alle anderen Sachen, aber gerade für Lego ist das ein Optimum. Nur so eine kleine Side-Story, weil die sind wirklich stapelbar. Ihr seht, hier sind die Noppen, die von hier unten drunter, also kann man die auch, ohne dass sie verrutschen. Und gerade hier für den Trolley können wir die sehr, sehr gut aufeinander stapeln. Die packen wir jetzt mal nach hier unten. Dann wollen wir euch noch Böen Sierra
muss ich kurz auf meine Sortierbox euch vorstellen. Das ist ein Dreier-Set. Die ist auch neu, ne, im Sortiment. Mhm. Die besteht aus drei Teilen. Man hat zwei solche Behälter und noch so ein Tablett. Und das Besondere an diesem Tablett ist, hier ist nochmal so ein gummierter Rand. Das heißt, dieses Tablett verrutscht nicht so oder verrutscht nicht auf einer Fläche. Also es hat nur das Tablett. Mhm. Und mit diesem Set ist es halt super einfach, Ordnung am Schreibtisch zu halten und einen guten Überblick zu behalten. Und es unterstützt einfach Ordnung. Da passen Stifte rein, Haargummi, Make-up oder Hobbyzubehör. Also ihr hört, auch im Badezimmer wunderbar einzusetzen. Da können dann auch vielleicht die Zahnbürsten für die Kids drin sein oder auch für die Erwachsenen. Aber hier passt es jetzt gerade gut rein. Wir haben hier unsere Maulerstifte und auch hier müsst ihr mal gucken auf der IKEA.de. Wir haben ganz, ganz viele kindergerechte Produkte, die zum Malen und Basteln sich eignen. Was haben wir denn noch? Aus derselben Serie haben wir diesen Buchhalter mitgebracht. Oh. Also erkennt man vielleicht erst gar nicht. Den musst du jetzt mal erklären. Der ist faltbar. Du hast einmal hier so einen Griff zum Tragen oder zum Aufhängen. Ja. Weil man kann natürlich hier vorne auch, das ist eine magnetische Seite. Das heißt, man kann was magnetisch befestigen oder man kann auch darauf schreiben. Das ist so ein Whiteboard. Mhm. Das ist die eine Funktion. Ah, da haben wir ja auch die Marker. Wir haben einen Whiteboard-Marker. Oder man klappt es auch auf. Aufklappen. Ah. Und ihr seht, hier habt ihr drei verschiedene Positionen. Jetzt genau einmal so. Also nee, so. Genau, so das rum? Ist richtig gemacht. Das ist der und hier kann man dann zum Beispiel das als Buchstütze nehmen. Das kann man hier sogar die Seiten festklappen, ne? Mhm. Oh, das muss man jetzt mal ausprobieren. Und man kann zum Beispiel auch ein Tablet. Ein Tablet kann man hier reinstellen. Und wenn es jetzt zum Beispiel zu steil ist, kann man auch eine andere Höhe. Ja, perfekt. Dann kann man das hier so und dann kann man das hier so. Hoppala. Ups. Aber das ist ja für Noten auch gut, ne? Wenn man Klavier spielt oder. Oder wenn man einen Vortrag hält, auf dem Stehpult, da hat man die Hände frei zum Sprechen. Sehr, sehr gut. Drei verschiedene Stufen. Auch fürs Lab, fürs iPad. Fürs Tablet, ja. Tablet, ja. Mhm. Sehr, sehr schön. Aber am Ende ist es für Schulaufgaben und zum Malen dann wichtig. Und das kann man immer schön dabei haben. Und auch hier, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen zu früh bin mit den Haken. Das ist nochmal, das sind die Sonersta-Haken. Die Sonersta-Haken. Zu den Behältern, gleiche Name. Die haben wir jetzt mal hier seitlich gemacht. Da könnt ihr das auch noch fast dranhängen. Passt optimal. Sehr, sehr gut. Dann haben wir ein ganz neues Sortiment. Das Solfage-Sortiment. Womit fangen wir an? Mit den Buntstiften. Mit den Buntstiften. Das sind auch eine sehr schöne Verpackung. Man sieht auf Anhieb gleich, was drin ist. Man hat 24 Buntstifte drin. Mhm. Empfohlen ist es ab 4 Jahren. Und das Besondere an den Stiften ist, dass die sind intensiv pigmentiert. Das heißt, wenn da was gemalt wird, erkennt man das auch lange. Ja, die Spitzen sind sehr fest und die Minen sind sehr stark. Und diese Solfage-Familie ist Teil einer Serie und die würde mit Hilfe von professionellen Künstlern und Künstlerinnen entwickelt. Und sie haben das Feedback von Kunden, von Kindern eingesammelt, weil die Kinder benutzen das natürlich sehr häufig. Und dann hat man die Kinder gefragt, okay, wie seht ihr das, was braucht ihr, mögt ihr das? Toll. Und dann wurde das so entwickelt. Sehr schön. Und da hast du schon ein weiteres Teil aus der Familie. Das sieht erstmal ein bisschen komisch aus, ne? So was ist das, aber für die Künstler, die kennen das, weil das ist auch ein ganz althergebrachtes Produkt. Ich muss mal gerade. Nein, das kann man wie sehr schön aufrollen und dann dubidi-dum für die Stifte oder für Pinsel oder. Also ein ganz klassisches Mäppchen, was aufgerollt werden kann. Ja. Ich finde hier dieses Detail auch ganz gut, dass es so geschützt schützt. Kann da nicht rausrutschen auf einer Seite. Es gibt aber auch unterschiedliche Größen. Das fand ich ganz spannend, wie ich das hier eingeräumt habe. Ich habe mich gefragt, okay, wieso bei manchen geht das nicht? Aber hier sind dann auch größere Schlaufen, die dann nur unten gemacht sind. Das muss man nicht durchgehen, sondern die können auch überlappen, dass ihr dann da oben auch nochmal was Flaches drin habt. Also könnt ihr auch wirklich ganz wie ihr den braucht, nutzen. Und dann auch wirklich am Ende, es ist eine ganz tolle Sache. Ist bestimmt auch waschbar, ne? Mhm. Ist 100% Polyester und kann man zu 40 das Grad Das ist Polyester? Mhm. Also jetzt bin ich auch gerade überrascht. Weil 100% recycelter Polyester. Das fühlt sich an wie Baumwolle. Krass, super gut. So, und dann einfach schön einmal geschnürt. Kommt auch hier rein.
Dann geht's weiter, auch aus derselben Familie, mit dem Leinwandblock. Da sind 16, ja, wie nennt Siehst man du das? das, Sharon, 16 dieses Blätter. Muster? Kann man das erkennen? Ja, vielleicht gehen wir mal gerade zum Licht hin ein bisschen. Das ist richtig so ein. Das hat eine Struktur, und jetzt mache ich Schatten, das hat eine Struktur und das ist sehr dickes Papier. Das ist sehr, sehr schön. Und man kann es dann leicht auch Ja, sieht man, abreißen. man hört es auch. Echt eine ziemlich gute. Aber jetzt probieren wir nochmal gerade die Stifte aus, weil das interessiert mich doch jetzt. Also perfekt zum Üben oder auch seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Ja, da sieht man. Jetzt sieht man auch die Struktur ein bisschen besser. Und es ist wirklich schöne, schöne intensive Farbigkeit. Sehr, sehr schön. Tolle, tolle Produkte. Die sind wirklich brandneu, ne? Die habe ich auch letztens erst entdeckt. Sehr, sehr schön. Aber die wird jetzt noch, jetzt kommt nämlich das Highlight. Die wird richtig abgerundet noch durch ein absolut geniales Produkt. Ich nehme schon mal das Papierblatt raus. Also hier hat Michael jetzt die Buntstifte verwendet. Man kann natürlich das Papier auch für Acrylfarben verwenden. Und dann meinst du oder denkst du bestimmt an die Staffelei, auch aus derselben Familie. Richtig. Das ist Da aus. müssen wir mal zum Tisch gehen. Also es ist erstmal ein Kasten, eine Ja. Staffelei aus Bambus. Und er besteht aus drei Teilen. Einmal die Box, Spatel und den Mischer. Genau. Wenn man Acrylfarben hat zum Beispiel, ne, kennt ihr ja, macht man so drauf und dann kann man die richtig gut mischen oder hier an der Seite dann nochmal mischen. Abwaschbar, von beiden Seiten nutzbar, ganz modern. Ich finde es toll Ja. mit diesem durchsichtig. Und jetzt finde ich auch wieder das Wort Mischpalette, wollte ich sagen. Ja. Und ihr könnt dann wirklich hier das so einhaken. Habt Und euer dann Kunstwerk richtig. weiter malen. Und das Optimum. Ihr könnt euren Block unten einlegen. Ihr könnt, wie wir das schon eben gesehen haben, die Palette. Wir haben dann noch Platz für die Stifte. Jetzt mache ich mal gerade den Trolley komplett leer, aber das ist so toll, Und dass man was das ich dann da auch alles. gut finde, man kann auch Ja, so rum. richtig, richtig Was? sehr wertig. Wirklich, wirklich schönes, massives, tolles Produkt. Und das wäre was für mich gewesen als Kind. Da hätte ich nur vorgesessen. Und was ich auch gerade sehe hier, diese zwei Nupsis sind dafür da, dass der Deckel dann auch nicht verrutscht. Also es sitzt dann auch wirklich bombenfest. Und wir empfehlen das ab 6 Jahre. Das Toll. war auch ganz Ganz, wichtig. ganz toll. Richtig gut. Jetzt muss ich aber wieder, sonst haben wir nichts hier im Trolley. Muss ich hier so mal ein bisschen das Ganze wieder entzerren. Aber ihr seht, das ist dann Aufbewahrung in Aufbewahrung, dass das dann auch alles schön, wenn das Kind dann fertig ist mit Malen, kann das dann hier auch schön, passt auch optimal hier in den Trolley rein und ist gut unterzubringen. Wir haben dann noch diese paar Bücher, die könnt ihr dann auch noch gut dazulegen. Ne? Also ihr seht, da geht auch wieder massig rein und die Zeichnung, die legen wir dann hier oben zum Beispiel auch noch drauf. Dann haben wir euch noch einen Rucksack mitgebracht, den Flormgarn-Rucksack. 13 Liter. Ich gebe den dir mal. Also der hat ganz, ganz viele Taschen. Hier haben wir schon mal einen hier vorne. Da ist dann auch immer alles gut verstaut. Oder Sogar sichtbar. zwei Genau, und man kann es sichtbar. verstecken, dass man es nicht sieht oder dass man es Ja, da ist sieht. dann das Lieblingstier drin und da ist dann der Schlüssel oder Portemonnaie oder was auch immer drin. Einen schönen Riemen haben wir hier mit dieser Hier haben wir schönen. Koordinaten drauf. Das ist vielleicht auch Ah! ganz spielerisch. Man kann die Koordinaten auch mal eingeben ins Internet und mal schauen, wo man dann da rauskommt auf der Oh, Welt. hast du das schon probiert? Ich habe gelesen, was das ist. Ja? Ich selbst habe es noch nicht Aber dann ausprobiert. verraten wir jetzt nichts. Wir haben hier auch einen zum Zuschnüren bzw. Erweitern. Das auch oben rein gut geguckt. Da ist hier noch so ein kleiner Kandidat, den kennt ihr von der letzten vorletzten Serie noch. Hier unsere neue Aftonsbarf-Serie, auch sehr zu empfehlen. Wir haben hier noch ein Fach. Wir haben Hier hier für die ein Fach. Trinkflasche zum Ja. Beispiel, damit die immer griffbereit ist. Und da auch noch ein Fach. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5 mit dem großen Fach 6 Fächer, um alles unterzubringen. Schönes Produkt. Leicht,
pflegeleicht. Also ich glaube, da ist dem Spaziergang am Wochenende nichts entgegenzusetzen. Und das wirklich leicht und gut zu mitnehmen. So ein kleiner Rucksack, auch mit den verstellbaren Riemen. Ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast, kann man hier noch einstellen. Nee, habe ich nicht gesagt. Mhm. Ja, richtig. Kann man da noch. Und es ist aus mindestens 90% recyceltem Polyester gefertigt. So, kann man hier noch größer und weiter machen. Mhm. Wirklich ein schönes Produkt. Mhm. Tolle Farbigkeit. Und den haben wir euch mitgebracht, weil auch den kann man, es gibt auch noch hier, ne, so einen Tragegriff, also nicht nur zum Umhängen, sondern auch in die Hand. Und den können wir dann auch wirklich easy, schön an die Seite hängen. Und der hat alles am Produkt untergebracht. Und ich zeige es euch nochmal. Jetzt wird er dann schön zum Tisch gefahren und dann kann er malt werden. Also, drei Funktionen jetzt schon. Es gibt so viel mehr noch, also da gibt es wirklich der Fantasie kein Grenzgesetz. Haben wir noch ein paar Fragen im Chat? Ich habe gerade geschaut, es gab ein bisschen Feedback zu der Suchfunktion zu IKEA, aber wenn ich richtig sehe, scheint nichts. Scheint wunschlos glücklich zu sein und wir erklären alles und das ist sehr gut. Ja. Gerne Herzen geben, wenn's euch, wenn wir recht haben und es euch gefällt. Jetzt kommen wir so ein bisschen schon zum letzten Trolley leider. Mhm. Ich könnte euch, glaube ich, jetzt noch dutzende Varianten vorstellen, die wir. Ja, Hobbys würde noch gehen, Hobbys. Vielleicht Sportausrüstung, Yoga-Sachen, Yoga-Matte. Da kommt doch irgendwas im Januar. Mhm, ne? Ein ganz großes Sortiment sogar. Also wartet ab bis Januar, da kriegen wir ein ganz tolles Sport- und Gymnastik-Sortiment und das würde da auch gut reinpassen. Mhm. Was haben wir denn noch? Keller, Schrauben könnten untergebracht werden oder sonstiges. Aber auch der eine Raum, der ganz viel Stauraum man drin benötigt, nämlich das Badezimmer. Yep. Und im Badezimmer, gerade auch in kleinen Badezimmern, gibt es auch zum Beispiel sehr viele Nischen oder kleine Nischen, die man, wo man gar nicht weiß, was man mit der machen kann. Und dafür haben wir euch den Wesken-Trolley mitgebracht. Ein sehr, sehr schönes Produkt, weil es wirklich so anders ist als die anderen, die wir euch bisher gezeigt haben. Er ist sehr leicht, er hat einen sehr guten Preis auch, das muss man auch mal so sagen. Den gibt es in Schwarz und in Weiß. Und da gibt es viel zu erzählen. Aber bevor ich es nämlich vergesse, das hat die Sharon uns eben nämlich erzählt, da gibt es wohl gerade online einen ziemlichen Hustle um diesen Trolley, dass der als Hack genutzt wird, und zwar auf dem Balkon. Deswegen, ich greife dem jetzt ein bisschen vorweg, weil das hat nichts mit dem Badezimmer zu tun, sondern eher, weil das wirklich, ich bin da so begeistert von, also ihr seht, er ist sehr leicht. Auf dem Balkon könnt ihr dann nämlich sehr, sehr gut Pflanzen drauf ziehen, züchten oder auch generell drauf stellen, weil, wenn ihr die gießt, hier sind ja die Löcher in den Böden und dann fließt das überschüssige Wasser weg. Er ist robust, pflegeleicht, weil er aus Kunststoff ist und eignet sich da optimal für. Jetzt kriege ich den Bogen zu dem Feuchtraum Badezimmer. Und auch, ich möchte auch noch auf eine Besonderheit eingehen bei dem Trolley im Vergleich zu den anderen Trolleys. Es geht um die Rollen. Bei den anderen Trolleys, die sind drehbar und bei diesem Servierwagen sind die fest. Wenn man sie in eine, also man montiert die und entscheidet dann bei der Montage die Richtung. Und das macht total Sinn, wenn man jetzt, wenn wir es nachher in eine Nische schieben, dass man es dann wirklich gerade gut rausziehen und kann. Und er sich da nicht unbedingt verhakt. Aber man kann ihn auch anders, die Rollen anders setzen. Also nicht nur jetzt in diese Richtung, sondern man könnte, wenn man die beim Zusammenbauen steckt, die Reine können die auch in diese Richtung rollen. Und das ist auch für manche Situationen, kann das ganz gut sein, wie zum Beispiel unterm Waschbecken. Da hat man ja durch das Abflussrohr meistens nur sehr wenig Platz. Und was ist da optimaler, um den dann so in diese Richtung rauszurollen. Das Produkt ist gemacht wirklich für kleine Räume, für kleine Nischen, wie Chris eben schon so schön gesagt hat. Und pflegeleicht, abwaschbar. Aber da kann auch viele schöne Sachen noch zusätzlich rein, weil das ist ja schon ein schönes Produkt an sich. Was haben wir denn da? Starten wir mit den schweren Sachen. Wir haben hier Badesalz in unseren Korkengläsern. Das ist ja mal schön. Ich bin immer ein Fan von, die Sachen umzufüllen, nicht im Karton zu lassen. Und da passen die zum Beispiel gut rein. Und so ein Badesalz kann ja ein schönes Deko-Element, hat noch nicht Farbe und passt hier unten ziemlich gut. Unsere Vorratsbehälter, was eigentlich für Nahrungsmittel gedacht ist, kann man natürlich auch als dekorative Aufbewahrung für Badesalz nehmen. Da kann man nämlich auch hochstapeln. Aber dann diese zwei hier aus der 365 Plus Serie findet ihr auch online.
passen sehr, sehr gut rein. Dann haben wir hier unten das, was man nicht so ganz oft braucht, hätten wir das hier unten untergebracht. So, jetzt kommen wir zum ersten Produkt, was ihr jetzt auch sehen könnt. Das ist das Sachs-Borger-Set. Mhm. Glas mit Korkdeckel. Ist ein komplettes Set, das besteht aus 4 Gläsern. Mhm. Ich packe die mal hier dir schon rüber. Ja. Für Zahnputz, also ne, für Wattepads, für Ohrstäbchen, für die Zahnbürste, weil ihr könnt die natürlich auch als Untersetzer nutzen und aber auch zum Aufeinanderstapeln. Und wenn ihr das kompakt haben wollt, könnt ihr natürlich auch das Korktablett nehmen und alles ineinander stapeln. Sieht schön im Regal aus, auf dem Abstellbrettchen, aber da wir jetzt hier über Trolleys reden, haben wir uns das jetzt mal hierfür aufbewahrt. Ihr seht, ist ein schönes Set, alles übersichtlich, tolles Produkt mit dem Kork nachwachsend, sustainable, sehr, sehr gut. Haken kann man nie genug haben, auch hier die Sonesta-Haken. Die passen hier wieder optimal und wir sind ja jetzt bei der Variante, die gerade rausgerollt wird. Da hängen wir jetzt die Sonesta-Haken. Die müssen normalerweise, wenn ihr die in der Küche nutzt und an der Leiste, kommen die auf diese Seite. Die ist aber jetzt zu schmal, dann drehen wir das Ganze noch einfach um und können das hier, und das sitzt hier bombig, und können daran die Gästehandtücher zum Beispiel. Da haben wir euch Vaxjön Gästehandtuch mitgebracht. Auch mal ein bisschen im Detail. Schönes Material. Und wir haben da ja unterschiedliche im Sortiment. Und das ist ein sehr saugfähiges Handtuch, mitteldick, weiches Frotte-Handtuch aus 100% Baumwolle. Mhm. Und das ist wirklich sehr saugfähig. Und schöne verarbeitete Kanten. So doppellegig hier und an der Seite. Schön verarbeitet. Und da ist auch hier, ne, so ein bisschen die gröbere Seite fürs Gesicht vielleicht oder auch für die Hände. Je nachdem, wie ihr wollt. Die passen auch hier optimal. Seht von der Länge, passt das sehr, sehr gut. Und wenn ihr denn das Schränkchen dann weggerollt habt, sind die natürlich immer vorne auf der Seite. Was haben wir noch? Im Bad benötigt man immer einen Seifenspender, ja, oder kann auch andere Sachen reinfüllen. Das ist aus der Dragan-Familie. Bambus. Hier unten ist der Kunststoffbehälter versteckt. Und ihr könnt ganz einfach das aufschrauben, reinfüllen und zuschrauben. Und es passen 350 Milliliter rein. Hier hat schöne Kanten zum Aufstellen, dass das Bambus dann auch nicht feucht wird. Schönes, mattes Design. Toll. Können wir hier oben, auch da, wenn es neben einem Waschbecken zum Beispiel ist, habt ihr immer direkt nebenan zum Händewaschen. Dann kommen wir zu unserem Schrubband, nenne ich es jetzt mal. Das ist aus Jute, Polyester und Baumwolle. Und damit kann man dann wirklich ganz einfach in der Dusche seinen Rücken da oben nicht hinkommt. Ja, wie so ein Peeling, ne? So Peeling, halt wirklich, genau. Sehr, sehr gut. Und das ist wirklich ein tolles Material. Sehr, sehr ist auch waschbar. Mhm. Also wenn es dann zu sehr benutzt ist, kann man das dann auch hervorragend nehmen. Ich rolle das jetzt hier mal so auf. Und das legen wir dann auch schön hier in den Trolley, legen wir es mal jetzt mal hier oben hin, gut untergebracht. Schein, du hast, sag mir, wenn ich auf Seite gehen soll. Das Ganze kann dann natürlich auch, wenn ihr jetzt auf Reisen geht, und diese Kulturbeutel, die sind ja immer gerne im Weg, aber wenn ihr da zum Beispiel viele Pinsel habt oder viele Kleinsachen, Haargummis etc., kann das auch immer sehr schön untergebracht werden, direkt im Badezimmer mit diesem Produkt. Und wenn man das neben das Waschbecken anstellt, gerade zum Beispiel im Hotelzimmer, dann ist es gut, der Stoff ist wasserabweisend. Und hier innen drin ist Polyester, das heißt, er ist auch sehr wasserdicht. Das heißt, wenn da mal was ausläuft, läuft es vielleicht nicht gleich überall hin, wo man es nicht haben hin möchte. Und es hat ein großes Fach und hat aber hier auch nochmal solche kleinen Unterteiler, nochmal so kleine Fächer, damit man da auch Ordnung in der Tasche hat. Und was ich ziemlich gut finde, da sieht man auch wieder, wie mitgedacht wurde, jetzt zum Beispiel die Höhe davon, dass wenn du wirklich eine Bürste oder eine Zahnbürste, dass die wirklich aufrecht stehen können durch diese Höhe von der Tasche. Ziemlich gut. Und hat auch noch hier einen Aufhänger. Den könntet ihr jetzt quasi auch hier dran aufhängen. Oder im Badezimmer im Hotel, was Chris eben schon meinte. Wir platzieren ihn aber jetzt erstmal hier in unserem Trolley. Weil wir haben ja ganz wenig Platz im Badezimmer. Dann, was braucht man auch immer? Wattepads. Also hier seht ihr ein Produkt, das besteht aus... Das sind aber keine Wattepads. Ne?
Ach so, ja, Reinigungspads ist der richtige Name. Reinigungspads, 10 Stück mit dem passenden Beutel. Und du, ja, das ist nicht Watte so, da habe ich mich gerade versprochen. Das ist 60% Viskose und 40% Baumwolle. Und die sind waschbar, das heißt, man reduziert Abfall und spart auch Geld. Und Viskose ist sehr saugfähig, reinigt gründlich und ist sanft zur Haut. Und wenn man dann eins quasi benutzt hat, kann man das schön wieder in das Säckchen reinmachen, ja, und dann kann man alle zusammen im Säckchen direkt in die Waschmaschine tun. Und perfekt, muss dann nicht die einzelnen Reinigungspads in der ganzen Waschmaschine suchen, sondern man kann es dann in dem Säckchen, also man kann die zum Beispiel die frischen gewaschen, kann man in die Gläser tun, das Säckchen dann woanders und dann immer, wenn man eins benutzt hat, in das Säckchen tun. Das machen wir jetzt mal direkt hier auf, das kann ich euch jetzt schon mal zeigen. Ja, Entschuldigung. Mhm. So, weil wir haben nämlich dann hier das nächste Produkt, da hatte ich die nämlich reingeplant gedanklich. Ah. Da kannst du nämlich, da können wir die nämlich hier schön hier oben. Perfekt. Machen. Das ist, erzählst du vielleicht darüber mal? Das gehört auch zur Dragan-Familie, ist auch aus Bambus, besteht aus den zwei unterschiedlich großen Behältern plus diese zwei Deckel. Und ihr könnt die Deckel, also ihr könnt die Pferde offen lassen oder schließen, weil ihr könnt es zum Beispiel auch nebeneinander als Tablett. Oder wenn die Sachen nicht so hoch sind, könnt ihr natürlich auch das schließen, dann verstaubt das nicht. Und ineinander stapelbar. Und dann können wir den nämlich jetzt dann schon mal hier unten hin machen und dann machen wir das nämlich so, jetzt wie du schon gerade gesagt hast, wenn ihr die dann benutzt habt, habt ihr das Säckchen hier und hängt das einfach hier dann an die Seite und dann könnt ihr die euch hier rausnehmen und dann da rein. Super, ganz tolle Sache. Finde ich wirklich, wirklich gut. Und aber, wenn man im Badezimmer ist und sich pflegt und schöne Dinge mit dem Gesicht veranstaltet, schminken etc., was gäbe es Schöneres als Musik dazu? Und auch da haben wir was. Oder für unter die Dusche, weil das ist nämlich auch ein ganz wichtiger. Wir haben euch den wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher mitgebracht, auch mit so einer guten praktischen Schlaufe. Wenn ihr zwei davon habt und die miteinander koppelt, habt ihr sogar Stereo-Sound. Mhm. Aber ihr könnt natürlich auch nur einen nehmen. Könnt ihr gerne neben die Dusche hängen oder mit an den Strand nehmen oder im Garten. Und da ist ein Akku drin. Also ihr könnt das gelbe Kabel zum Beispiel, was wir euch gezeigt haben, also ein USB-C-Kabel braucht ihr, wenn ihr das nicht, aber meistens hat man das schon zu Hause. Mhm. Und dann könnt ihr den integrierten Akku laden und dann mit eurem Handy koppeln und können so dann Radiomusik mitnehmen und gut hören. Und vielleicht, was auch noch ganz interessant ist, wenn der Akku voll geladen ist und man die Lautstärke auf 50% macht, dann kann man 80 Stunden lang, wow, Musik hören. Oh, okay. Ja. Auch hier nochmal gut, ne? Anti-Rutsch. Das ist nicht nur runterrutscht. Und wenn euch das jetzt alles zu schwarz ist, wir haben auch nochmal poppigere Farben. Wir haben nochmal, also wir haben das in drei verschiedenen Farben erhältlich. Gelb und in Rot, ne? Was? Ich meine ja. Aber das seht ihr, wenn ihr draufklickt. Ja, schönes Produkt. Man braucht die App auch, ne? Die IKEA-App, um dann das überzuspielen. Nee, braucht man nein, nicht. Ah. Bluetooth-fähiges Tablet oder Handy. Handy, oh, okay. Bluetooth. Gekauft. Jetzt schon innerlich gekauft. Ihr seht, wir haben alles, wirklich, ich bin der Meinung, das ist sehr, sehr viel. Also alles Nötige, was man so zum täglichen Gebrauch im Badezimmer benötigt. Und ja, auch wenn man auf Reisen geht. Aber am Ende ist alles auf kleinem Raum untergebracht, in einer wirklich günstigen, erschwinglichen Variante. Und jetzt seht ihr, haben wir uns nämlich hier nochmal gedacht, wir müssen mal ein bisschen verschieben, weil wir ein bisschen von der Spur abgekommen, damit ihr mal seht, wie easy das ist, den dann unterzubringen. Und wenn jetzt hier das Waschbecken, stellt euch vor, hier ist das Waschbecken, ne? Handy waschen, trocknen, schminken, das da alles rein. Ah ne, da komme ich jetzt nicht dran. Dann müssen wir hier den Schminkpad rausholen und habt ihr alles richtig, richtig gut. In Schwarz mit Naturtönen, mit dem ganzen Bambus, auch Ton in Ton. Auch hier. Sehr schick. Da so ein bisschen, dass auch vom Styling immer schöne Tipps gegeben werden. Und das ist halt wirklich eine, ja, wie Chris sagt, sehr schicke Kombination. Kann auch komplett in Weiß gemacht werden, also dass der Trolley in Weiß ist. Habt einen Farbakzent dann mit einem
farbigen Radio dabei. Ihr könnt natürlich auch farbige Handtücher, weiße oder bunte, wir haben ja viele im Sortiment, auch da gerne auf der ikea.de nachschauen. Ja, und wir haben gesagt, Badezimmer, Balkon ja. oder Küche oder wenn man auch zum Beispiel neben der Waschmaschine Platz hat für Waschmittel. Oh, also da ist auch oft so ein kleiner Spalt immer bis zur Wand. Absolut, und hier können wirklich perfekt auch die ganzen Waschmittelflaschen dann noch rein und Behälter oder Badesalze, die ihr auch dann natürlich in die unsere Behälter von IKEA füllen könnt. Ja, wir haben noch auch im Chat noch Ideen gehabt von der Petra. Putzmittel oder Werkzeuge sind unsere Trolleys perfekt zum Aufbewahren. Ein kleines Resümee. Wir haben euch jetzt in der knappen, ich glaube es ist knapp eine Stunde, viele Möglichkeiten gezeigt, wie ihr Servierwagen bzw. Trolleys nutzen könnt. Einmal in der Küche. Komm, wir gehen gerade nochmal hin. Zeigen wir sie nochmal schön. Die optimal genutzt, ausgenutzte Platz in der Küche mit Schneidebrett und Aufbewahrung alles. Wir haben Arbeiten von zu Hause. Auch hier alles schön am Platz, flexibel, nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Studenten, Schüler, Kinder. Studenten sind ja meistens auch Erwachsene. Wir haben Rastkork hier in Weiß für Hobbys oder für Dinge, die Kinder verstauen können, also Spielzeug, kreative Stifte. Also ihr seht, man sind wirklich sehr gut verschiebbar. Und den letzten Servierwagen, den wir euch vorgestellt haben, in einer anderen Variante. Ich hole jetzt nochmal den Arbeiten von zu Hause, dann haben wir sie alle schön beisammen. Das hat jetzt richtig Spaß gemacht, Chris. Ich bin total inspiriert. Von so vielen Trolleys. Toll, wir hoffen, es hat euch viel Spaß gemacht. So. Und so viel wie uns Spaß gemacht. viele Varianten. Ihr habt bestimmt zu Hause noch jede Menge Ideen, wie ihr das nutzt, wie ihr das unterbringen könnt. Lasst uns wirklich noch ein bisschen Kommentare, hinterlasst uns gerne noch ein paar Kommentare oder Ideen. Auf der IKEA.de wird das nicht mehr möglich sein, aber bei den YouTube-Videos, da könnt ihr gerne Kommentare noch reinschreiben und Anregungen und Ideen. Chris, es war mal wieder ein Fest, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Und da ist das Thema Neuheiten. Da haben wir euch ganz viele Neuheiten mit, die liegen schon nebenan, die müssen noch ausgepackt werden. Und da sind wir beide auch wieder am Start. Und seid gespannt. Wir werden euch viel, viel dazu erzählen. Habt einen schönen Nachmittag und danke auch dir, Cheryl, nochmal hinter der Kamera. Und macht's gut. Macht's gut. Ciao. Tschüss.